Der Bußkanal. Heute mit Stickern und zwar natürlich die neuen Panini-Sticker Euro 2016 Frankreich. Habe ich schon ein Video gemacht mit 4 Päckchen. Verlinke ich euch irgendwo oder unten in den unten in die Box. Und ja, hier sind 3 Stück wieder. Habe ja schon letztes Video gesagt, dass sie mir gut gefallen. 70 Cent pro Päckchen. Und ja, ich glaube, letztes Mal habe ich aber keinen Weltmeister gezogen. Also keinen deutschen Spieler. Das kann sich ja heute ändern. Deshalb fangen wir auch gleich mal an. Dann schauen wir mal. Haben wir hier einmal Arnautovic. War mal in der Bundesliga. Piszczek auch. McNair. Okay, einmal so eine Doppelkarte. Srna und Subasic. Und einmal Hazard. Alles klar. Weder Holo noch Deutsch. Schade. Ah, jetzt sehe ich aber schon mal was. Und zwar Doppelkarte Deutschland. Boateng und Hummels. Schön. Und dann haben wir hier einmal Finn Bagason. Nice. Einmal Lustig. Dann haben wir hier einmal Gusev und einmal David Alaba. Den kennen die meisten bestimmt. Drittes und letztes Päckchen dieses Videos, Euro 2016. Ah, freue mich immer, wenn ich diese Booster, also die Päckchen zu Hause habe. Glitzern schön und Sticker sammeln, das war schon immer. Ah, und hier glitzert es auch. Zack. So, einmal Tschirkov, Ferrati, einmal Chester, einmal Barkley. Und dann haben wir hier einmal eine glitzernde Karte und das ist, ah fast, naja, einmal Romagna. Ist jetzt wieder kein Wappen, sondern so wie, weiß nicht, einfach so die Mannschaft vorstellen. So, weiß, muss erstmal nachschauen, wie man die Sticker nennt, genau. Aber ich schätze mal, das ist so einmal die Flagge. Sie fährt so mit EM, ist klar. Und einmal Mannschaft, wie sie wahrscheinlich gerade ein Tor geschossen hatte und jubelt, stellt man sozusagen die Mannschaft vor. Es gibt ja auch reine Holo-Wappensticker. Diesmal, das ist keiner. Ja, Pull. Also ein Holo-Sticker, naja, ein bisschen mager. Aber was mich freut, ist natürlich dieser Doppel-Sticker, wie auch immer, Boateng und Hummels. Und ja, es werden noch weitere Videos davon folgen. Also gibt's mal einen schlechten Pull, mal einen besseren Pull, mal einen Hammer-Pull. Schauen wir mal, was die nächsten Videos so bringt. Das waren 3 Sticker-Päckchen zu den Panini Euro 2016 Frankreich. Zu den neuen. Wer sie noch nicht hat, holt sie euch. Ja. Man sammelt Karten, man sammelt dies und das, aber die Sticker sind ein Muss. Und wenn das Sammelfieber noch nicht ausgebrochen ist, spätestens 2, vielleicht 3 Wochen vor der EM wird das Sammelfieber wahrscheinlich extrem ausbrechen. Ich meine die Sticker natürlich. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video, euer Bußkanal.